Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Enchanted Kingdoms. Oh, sind wir überhaupt richtig? Weiß ich nicht, aber wir gucken uns hier weiter um. Lass mal sehen. Hier war nichts weiter. Na, ja, das schlammige Wasser. Dafür habe ich ein Feuerzeug. Dafür habe ich gemacht. Ach, warte mal, lag da noch irgendwas rum? Nee, hiervon auch nichts. Okay. Hier hätten wir noch was. Kann ich das abfackeln? Natürlich kann ich das. Okay. Ja, was soll schon passieren? Was? Ich meine, ich wollte auch. Was? Entferne die horizontalen Balken. Balken können nur entfernt werden, wenn sie zwischen vertikalen Balken wähle. Die vertikalen Balken aus, um sie nach oben und hinten zu verschieben. Was? Ich glaube, das kriegen wir durch Ausprobieren hin, ne? So? Nee. Okay. Hä? Do I get that? Do not get that. So? Okay. Echt? Ist das das Rätselslösung? Okay. Ist ja voll krass. Das war ja ein Mega-Rätsel. Okay, kommen wir jetzt da hinten rüber? Nein, ein bisschen. Guck mal, was ist denn da eingraviert? Da ist so eindeutig was eingraviert. Und hier ist auch noch was. Ach ja, etwas Scharfes finden, um das loszuwerden. Hallo? Hier braucht es noch das Zahnrad. Ich glaube, das hatte ich schon. Ja, hatte ich schon probiert. Okay. Aber halt. Sind da Sachen zum. Nein? Okay. Weißt du was? Wir gehen mal zur Moorinsel. Das halte ich für einen Spitzenplan. Finde heraus, was im Wald passiert ist. Hilf dem Ältesten. Juhu! Heb die Hände in die Höhe. Nein, dafür ist das nicht, ne? Oh je. Help! I'm sinking. Please, I'll tell you where to find Lazarus. Okay, ja, ist gut. Ja, ich helfe dir so oder so, egal ob du bedingst bist oder nicht. Okay, schade, wieder keine Information. Okay. Guck mal da hinten. Hier fehlt, ja, wenn ich nur ein Rad hätte. Ich habe kein Rad. So, wenn ich. Money, money, money. Ui, wir sollten shoppen gehen. Fünf. Naja, immerhin. Halt, warte. Nein, lass mich erstmal was Teures kaufen. Drei Pilze, drei, fünf. Okay. Möchtest du diesen Artikel kaufen? Aber sowas von kochen. Okay, das sieht einfach nur kleingeschnippelt aus. Bist du sicher, dass es gekocht ist? Naja, okay. So, ich kann es mit etwas Magnetischem öffnen. Oder ich pinzettiere einfach diesen Schieber zur Seite. Scheinbar nicht. Okay. Na gut. Also, halt, hier war ich gerade dran. Da ist nichts. Was haben wir denn hier? Der Schlüssel ist auf der anderen Seite. Das Problem kann ich aber ganz leicht lösen. Üblicherweise würde ich eine Zeitung darunter schieben, ne? Oder so. Können wir ihm nicht erstmal helfen? Hier ist auch noch was. Ja, die Tasche öffnet sich nur mit einer Art Amulett. Sag mal, sehe ich das richtig, dass ich hier jetzt so überhaupt nicht weiterkomme? Wenn das Rad fehlt? Mit etwas Magnetischem. Ich habe nichts Magnetisches. Die Schraube ist vielleicht ein bisschen magnetisch. Gar nichts. Überhaupt nichts. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal noch einen zurück. Hier, da fehlt noch das Ei. Hier, ich könnte einen Sieb gebrauchen. Da ist nichts weiter, ne? Ich habe solche Schlösser schon da. Oh, kann ich hier dran rumfummeln? Vielleicht mit dem Fehler. Nee, geht beides nicht. Okay, hier haben wir auch noch was. Ich muss den Deckel irgendwie offen halten. Mit der Pinzette. Nee. Okay, wir haben noch ganz viel offen, ne? Okay, aber weiter geht's zum Glück nicht zurück. Das ist ja schon mal was. Aber auch hier, kein Ansatzpunkt. Ja, ich bin gleich da. Hier kein Ansatzpunkt, wie ich weitergehen kann. Da oben komme ich nicht ran. Hier ist nichts. Das Rad, das könnte ich gut gebrauchen, kann ich aber nicht mitnehmen. Das hier kann ich auch nicht bedingsen. Vielleicht die Schraube da reindrücken? Nein. Was übersehe ich hier?
Klapp den Deckel einfach nach hinten, das wird schon gehen. Okay, nix. Da ist auch nix. Hier ist ja noch was. Ah, okay. Ich sollte die Rauchquelle schließen. Mit einer Schraube. Nein. Mit einem. Nee. Okay. Gar nichts. Okay. Okay. Gar nichts. Tja, dann weiß ich es auch nicht. Du könntest es einfach platt treten. Hier liegt auch nichts mehr rum, soweit ich sehe. Okay, ich fürchte, ich muss die Karte bemühen, wo wir denn was machen können. Im da drüben. Bei der Moorinsel. Okay. Hier kann ich was tun, sagst du? Die Tasche öffnet sich. Kann ich ihn einfach antatschen? Help! I'm sinking. Please. I'll tell you where to find Lazarus. Ich kann hier eine Pinzette erreichen. Das geht alles nicht, ne? Okay, was soll ich deiner Ansicht nach hier tun? Ich kann den Wagen nicht schieben, wenn ein Rad fehlt. Hier oben kann ich auch nichts dran machen. Ich kann da nicht dran rumpippen. Warte, ich war noch nicht fertig. Das geht nicht. Nee. Ich könnte dir deinen Abschied versüßen, indem ich dich kitzle. Das ist fies, ich weiß. Entschuldigung. Okay, also komme ich nur hier dran. Super, mit dem Federkiel. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt, das glaube ich jetzt nicht. Ernsthaft? Oh Mann. Oh Mann. Ich sollte die Kette mit etwas Ätzem auflösen. Okay, nee, halt, das war hier, ne? So. Wunderbar. Na, was man hier nicht alles so finden. Ich werde es mit etwas Dünnem rausziehen können. Das ist nicht dünn, das ist vor allen Dingen spitz. Gefunden, ein Lappen. Cool. Krass. So, kann ich dem Lappen, dann kann ich das da dran knoten. Ich brauche noch einen dritten Lappen. Vorher geht das nicht. Macht doch nichts, dass der hier um sein Leben kämpft. Hey, ich suche noch einen dritten Lappen. Alles cool. Wo war das mit dem 7? Nicht hier. Hier war das mit dem 7. Okay. Ah, na sowas, eine Haarnadel. Okay, mehr nicht. So, diese. Okay, da ist ein... Ey, da war auch ein astreines Tuch drin. Warum? Da war, guck mal, das war hier voll unterfüttert und so. Das geht scheinbar nicht. Na gut. Etwas Scharfes braucht es doch hier. Okay. Da kommst du ran. Oh, da kommt Ihmchen ran. Hey. Ja. So. Jawohl, ich danke dir. Dankeschön. Können wir für dich mal ein Leckerchen finden? Ich finde das gut. So, das kommt dahin. Und jetzt mit einer Schraube befestigen. Bist du sicher, dass ich es nicht noch irgendwie festziehen muss oder so? Gehstock. Ah, ja. Oh, Moment. Mit dem Gehstock könnten wir ihn rausziehen. Hier, halte ich daran fest. Nein, das geht nicht. Keiner weiß wieso, aber das funktioniert nicht. Okay. Mit etwas Ätzendem. Oh, warte. Gehstock könnte hier vorne funktionieren, ne? Und so. Ja, das funktioniert gut, dass dieses Loch da war, dass wir den Stock da reinstecken können. Cool. Regenschirm. Halt. Keiner verlässt den Saal. Moment. Nee, wo ging das noch? Spiel fortsetzen. Auszeichnung. Hier. So kommen wir nicht mal. Doch, kommen wir. 10 Wimmelbildobjekte in 20 Sekunden. Alles klar, Leute. Wir sind am richtigen Ort. Okay, Regenschirm. Taschenuhr. Da bewegt sich ja was. Ach du Schande. Okay, dann wird das hier nichts. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Seht ihr noch was, was sich verändert? Nee. Da 6.
Okay, Eidechse, Maske, Spiegel. Spiegel, Eidechse, Maske. 7. Ta Was haben wir noch? Becher, Tabak, Pfeife, Rad. Tabak, Pfeife, Rad. 8. Becher, der Fächer. Okay, der Fächer, klar. Was haben wir noch? Das lenkt mich ab, dass sich das hier alles bewegt. Taschenuhr, Kamm, Regenschirm. Regenschirm. Zählt das als Taschenuhr? Das ist doch eher ein Kompass, ne? Feder, Fächer, Laute. Die Laute. Okay, 9. Und die Feder. Damit hätten wir 10. Okay, drückt euch uns die Daumen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das hier hin. Oh, Schande. Okay, alles klar, wir haben es. Juhu! Ah, gut, alles klar. So, jetzt sehen wir die beiden auch noch und alles ist supi. Was? Das Ei. Ja, wir haben es. Wir haben es. Das Ei sieht. Ah, naja, gut. Ja, geht wohl. Oh. So, jawohl. Viel Spaß. Das nehme ich mit, was auch immer das ist. Taschenamulett. Ah ja, das weiß ich schon. Höhle hinten, ne? Wir konnten ihm noch nicht helfen. Wir laufen die ganze Zeit hier rum, wie bekloppt. Ah. Aha. Ja, achso, ich muss erst warten. So, ein Vorhang. Langes Tuch. Du meinst, das wird funktionieren? Thank Super. you. I'm Eller, the guardian of this forest. I foresaw Lazarus gathering all of the genies, so I came here to stop him. But my life forces started draining when the fire burned the forest. Oh, okay, du meinst das Feuer, das ich gerade entzündet habe. Entschuldigung. Lazarus wants to drain the brothers' powers and become a genie god. He can only do it in Jag's underground castle. Okay, wie komme ich denn da hin? Ich würde das gerne verhindern. The path to the castle lies beyond that cart. Das war so The klar. world's destiny rests on your shoulders. Ah, and take this. You may need it. I must tend to my wounded forest. Natürlich. Klar. Es liegt auf deinen Schultern. Nur kein Druck. Naja. Super Säure! Jetzt geht es zum Schloss. Hilf dem Ältesten. Geh zum Vulkan. Okay, rette Elie den Elfen. Ja, Astrein, war mir eine Freude. Wir sind lange genug hier rumgestratzt. Der hat mich schon ganz komisch angeguckt. So, von wegen, wird's noch was? Okay, und eine Kiste und eine astreine Nuss. Na, dann ist ja gut. Und ein Piekser, ein Pflock. Ja, ich weiß, da geht's hin. Hier haben wir doch auch noch. Haben wir hier nicht noch irgendwas? Wir haben hier gar nichts mehr. Echt? Aber wo bekomme ich denn jetzt das Rad her? Eins dieser Räder kann ich ja nicht mitnehmen. Das ist ja das Dumme. Okay, wenn du meinst. Ich könnte dir den Wagen auf der Kiste abstützen, aber damit kann ich ihn ja nicht wegräumen. Das ist leider falsch. Oh, Moment, halt, ich war noch nicht so weit. Toll. Wenn ein Rad fehlt, auf die Kiste kann ich sie nicht setzen. Ja, super. Hä? Spiel, du stellst mich vor Herausforderungen. Moment mal, was hat er denn da gelassen? Der hat aber nicht in den Sumpf ge. Nein, es ist nur ein Haarteil, das ihm rausgerutscht ist. Ach, hier! So, ich könnte die Kiste darüber legen. Echt, das funktioniert? Na gut. Ja, dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Klasse! So. Das ist bestimmt nur ein Haarteil. So, und wer. Okay. Verschiebe die Sachen. Wohin? Einfach weg? Ich soll wahrscheinlich einfach nur mit dem Wagen da durchkommen, ne? So wird's sein. Kann ich das noch weiter. Ah, ich kann es nicht weiter verschieben. Das ist ja unangenehm. So. Das geht allerdings auch nicht. Dann machen wir das so, so und so. Und dann hast du hier Platz.
Und du kannst schon mal dahin kommen. Und du hast hier Platz. Und dann kann ich dich dahin bringen und fertig ist die Laube. Na, siehst du. Oh. I'm not going to give up easily. I'm the most ferocious of all my brothers. Ja. You're still a genie. So there's one sure way to stop you. Weniger reden, mehr kämpfen. Oh. Das macht die Sache nicht einfacher. Na gut. Das wird mich nicht aufhalten, Lazarus. Ja, das sagst du jetzt noch, ne? Das nehmen wir mit. Lohnt sich das überhaupt, dass ich hier gucke? Ich meine, wir kommen ja sowieso an nichts ran. Irgendwie nicht so, ne? Naja. Okay, was haben wir denn hier? Money, money, money. Und ein Löffel und ein... Was? Ein unvollständiger Gefriertrank. Natürlich. Ich werde etwas durch den Riegel fädeln. Zum Beispiel den Flock. Nein, nicht den Flock. Flockli? Was ist das? Das ist... Ach, guck mal. Okay, ich sollte prüfen, ob sich etwas in der Asche befindet. Ja, mit spitzen Fingern kriegst du das bestimmt hin. Nicht mit der Zange, nein. Ich könnte sie weglöffeln. Das geht tatsächlich. Wow. Okay. Ja, wer hätte es gedacht? Eine Pfeile. Was wäre, wenn ich etwas hätte, das das Magma einfriert? Oder ich schicke unseren Drachen dahin. Der ist ja, naja, ein Drache. Also Feuer gewöhnt. Scheinbar nicht. Na gut. Was? Ich kann nicht mal die Sicherheitsnadel da durchfädeln? Okay. Und wegfeilen kann ich es auch nicht. Na cool. So. Es fehlen definitiv mehrere Runen. Was sagt ihr das? Okay. Gut. Da oben. Oh, ein Pilz. Kann ich schon wieder was Neues kaufen? Nicht für einen. Ein Pilz. So, ich werde mich durch diese Balken fallen. Na denn. Dahinter liegt Mjölnir. Den sollten wir auf jeden Fall... Oh, achso. Mjölnir sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ich diesen Stern finde, dann öffnet sich auch die Luke. Meinst du? Ich habe keinen Stern. Aber ich habe einen wundervollen Hammer. Ich könnte... Da hinten ist ja noch was. Ich werde den Felsbrocken mit etwas Schwerem brechen. Oh, ich brauche noch den Pflock, ne? Katsching! Das ist unglaublich, was da passiert ist, ne? Wir kommen hoch in die Höhle. Oh. Nett. Nett hier. Ein Fußabdruck soll hier sein. Allerdings, da gibt es aber was zu lesen, ne? Ein Bär? Ein Fuchs? Nein, es ist ein Panda. Stopp. Oh je. Warte mal, wo bin ich denn hier gelandet? Das haben wir gelesen. Quacker? Fans von Menschen? Nee, haben wir schon gefunden. Eule. Versuch nicht einmal, dich von diesem Waldtier besonders nicht hinter dem Rücken. Nein, haben wir auch gelesen. Dachs. Das sind sehr romantische Wesen. Nein, haben wir auch gelesen. Mondwolf. Wenn die Dunkelheit den Wald füllt, gehen Mondwölfe auf die Jagd. Man kann sein Heulen in einem Radius von 10 Meilen hören. Ja, Alpaka. Diese, Moment, das habe ich doch schon gelesen. Socken aus dem Alpaka-Pelz, das ist tatsächlich gut. Ich frage mich gerade, was wir noch nicht gelesen haben. Wenn du einen Onchilla im Wald triffst, versuche nicht, ihn zu streicheln. Sie sind perfekte Jäger. Menschen sind ein guter Fang für sie. Okay, ja, ich glaube, das war wohl das Neue. Weil das hier kommt mir auch sehr bekannt vor. Fellkugeln, ja. Da haben wir schon gelesen, ne? Okay. Gut. Also, wie machen wir jetzt weiter? Das nehme ich mit, das nehme ich nicht mit. Diese Klinge ist scharf, aber ich könnte sie in etwas einwickeln, wie zum Beispiel in ein Wollknäuel. Oh, das geht tatsächlich. Ja, sieht doch super aus. Da war noch Wolle übrig, ich hätte gerne die Reste zurück, bitte. Ich sollte diese Kristalle zerbrechen. Dummerweise habe ich meinen Trusty Hammer gerade verjuxt. Ich werde einen anderen Weg versuchen. Die kleine Zange. Nein. Mit der Sicherheitsnadel rumprobieren? Natürlich nicht. Was bist du denn? Das nehme ich mit. Das kenne ich. Das kommt mir sehr bekannt vor. Mit etwas scharfem Schneiden, nicht mit der Zange.
sondern mit der Zange. Auch nicht mit der Zange. Schade. Mit dem Messer. Das funktioniert. Oh, ja, aber easy. Hey, das Netz hätten wir vielleicht noch gebrauchen können. Zauberstiefel! Nein, einfach nur normale Stiefel. Das ist ein Marinesymbol. Und das öffnet dann die Truhe. Ja. Oh, hier ist wieder irgendwas mit nicht atmen. Ich sollte mich schützen. Die Stiefel da drauf. Nein, ich brauche eine Maske. Hi, wer bist du denn? Oh, du stehst hier gerade sehr ungünstig. Ich werde der Eidechse etwas Leckeres geben. Wie zum Beispiel meine Stiefel. Nein, mag sie nicht. Wie zum Beispiel... Ich habe auch gar nichts anderes dabei, ne? Nicht so wirklich. Okay, und da still und dingsgut der See. Ich komme mit meinen üblichen Schuhen nicht durch. Aber mit den Stiefeln, hallo. Wer weiß, wie tief das Ding ist. Oh, das geht zur Klippe. Entkomme aus der Trümmerschlucht. Finde Jack. Okay, das nehme ich mit. Yeah, 12 und 15. Mal sehen, wie es wird. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. 35 von 51. Nein, ist nicht mehr. Den nehme ich mit. Ich werde das Schloss öffnen. Mit der Sicherheitsnadel. Echt? Okay. Ich sollte diese Metallstangen schneiden. Nicht mit dieser Zange, sondern mit der. Ja, das ist aber nicht schneiden, das ist nur verbiegen, nur. So geht das aber nicht. Hier ist noch was. Das da. Ich brauche einen Haken. Ich habe keinen Haken. Und was bist du? Ein Statuenbild. Echt? Mit der Zange? Nee. Ich brauche einen Haken. Ich habe einen fantastischen Korb. Nein, es muss einen besseren Weg geben. Okay. Da drüben. Oh, ich brauche das Referenzbild, um die Statue wiederherzustellen. Ich habe das Referenzbild, um die Statue wiederherzustellen. Na denn. Finde die Unterschiede zwischen der Statue und dem Bild. Ja, ist aber beides kaputt. Sehe sogar. Zählen die auch? Nein, tun sie nicht. Aber das zählt. Das zählt. Und das zählt. Und das zählt. Und das zählt. Hier und da und da und dort. Oh, das war's schon. Okay. Das alles nur wegen eines kleinen Bildes. Was ist jetzt? Oh. Ich nehme die ganze Statue mit. Die güldene Figur. Die sieht aber ganz anders aus. Betrug. Okay, eine güldene Figur. Na schön. So, was haben wir hier vorne? Das ist der perfekte Ort. Ach gut, die wurde mir sowieso schon zu schwer. Ach, wunderbar. So, Diadem. Alles klar. Haben wir das schon gesehen? Ich bin nicht sicher. Ich muss das sammeln. Mit dem Korb. Ich werde das nicht mit bloßen Händen tun. Mit der Zange. Nee, was ist das überhaupt? Man weiß es nicht. Okay, so. Please, hurry! Du bist... Wo ist der denn jetzt hergekommen? Wo ist der? Redet er durch das Feuer? Ich sollte das Feuer löschen. Das ist vielleicht nicht so eine brillante Idee, weil er doch der Djinn des Feuers ist. Okay. Ich sollte es löschen. Ja, dann... Na gut, viel Glück. Nix. Da komme ich noch ran. Warte mal, kann ich mit dem Diadem da unten... Nein, ich kann nicht angeln. Hier irgendwas damit. Ja. So, ich gehe mal zurück. Wem dränge ich denn das Diadem auf? Kann ich hier vielleicht doch machen? Nein. Wer mit wem? Wer würde sich wohl über ein Diadem freuen? Du sitzt da drauf, ist schon klar. Wer würde sich über ein Diadem freuen? Hier habe ich leider erst 3 von 4. Das bringt noch nichts. Hier ist... Oh, warte mal. Mit dem Diadem kann ich da... Sag mir jetzt nicht, dass das besser ist als die Sicherheitsnadel. Hallo? Also echt jetzt mal. Gefrierpulver. Klar. Okay. Ich habe einen Eistrank. Super. Der Hit auf jeder Party.
trinke nicht zu viel davon. Und dann nehme ich diese feurige Frucht. Ah, ich weiß auch schon für wen. Ja. Das haben wir noch nicht. Okay. Gut. Hier. Hallo. Ich habe hier was Cooles für dich. Eine Drachenfrucht. Okay. Danke sehr. Da braucht es einen Schlüssel. Ich weiß genau, was hier hinkommt. Mond? So. Okay, so nehme ich mit. Und das da oben ist festgeschnalzt. Dann nehmen wir das mal mit. Okay. Das scheint ein bisschen komplizierter zu sein. Aber jetzt. Ah, jetzt, ja. Runen. Alles klar. Gut, gehen wir mal zurück. Hier war das, ne? Jo. So, was soll ich denn hier tun? Stelle das Symbol gemäß den Hinweisen um das mittlere Quadrat wieder her. Wähle ein Symbol aus, um deine Lösung zu überprüfen. Was? Okay, also es ist was Rundes mit oben einem Haken. Etwas Rundes mit das hier, ne? So. Das war jetzt richtig, oder wie? Okay. Irgendetwas mit einer 3 und einem Schlenker unten dran. Okay, eine 3. Nee. 7. Das hier, ne? Das hier, nehme ich an, ist das. Ist das. Wir bekommen gar kein Feedback. Ist das richtig oder falsch? Oder wie? Ich bin nicht sicher. Okay, also. Hier so ein Dingens da. Hier ein Dreieck. Nee, keins von diesen hier. Das hier sieht dem am ähnlichsten. Das macht mich völlig kirre, dass wir nicht gesagt bekommen, ob das jetzt in Ordnung ist. Hm. Okay, ein großes Dings und ein... So, das hier ist es. Okay. Kein Feedback. Ich mach's sicher total falsch. Zwei parallele Linien. Das hier sieht am ähnlichsten. Okay. Danke für... Ich bin nicht sicher. Das war jetzt merkwürdig. Hm, na gut. Wir haben es geschafft. Und hey, dabei eine Schaufel gefunden. So, hier ist nichts mehr und zurück kommen wir auch nicht mehr. Okay. Schaufel, ja. Ich sollte wissen, wo das ist. Erstmal Fächer. Das geht nicht. Ich kann da doch nicht atmen. Aber ich kann doch das wegfächern. Kann ich scheinbar nicht. Okay. Hm. Das hier können wir... Nein, da wird eine Schaufel auch nichts bringen. Nein. Natürlich nicht. So, Klippe. Okay, eine Schaufel. Puh. Hier? Schaufeln? Vermutlich, ne? Das hat funktioniert. Und das alles immer in den Träger. Ist es für... Ah, doch, das nehme ich mit. Okay, ich wollte gerade schon los... Plärren, von wegen, da geht ja wohl gar nicht. Okay, also mit Sand können wir das Feuer löschen. Sehr gut. Ah, lösche Feuer mit Sand. Ja, das ist der helle Wahnsinn. Diese Auszeichnung hänge ich mir gleich neben mein Seepferdchen. Oh. Now, with all of you under my control, grant my wish. Give me all of your powers. Make me the most powerful genie in the Arcadian Empire. Das ist gar nicht gut. Nein, du wirst kein Genie. Jin heißt das und nicht Genie. Ich werde dich in der Lampe versiegeln. Ja, aber vorher müssen wir die anderen Typen dann rausbekommen, ne? Das fände ich irgendwie ganz gut. 13 von 15. Ein der größte Chachari Capybara, der da. Das größte und freundlichste Tier des Zauberwaldes. Sie umarmen sich gerne und lassen sich gerne hinter den Ohren kratzen. Oh, das ist dem. Ja, ja. Entschuldigung.
Okay, so. Was haben wir denn hier alles? Da braucht es einen Schlüssel. Ich weiß zufällig, wo wir den herbekommen. Lampenanweisung. Oh nein, da ist ja schon wieder Rauch. Wo kommt denn der immer her? Und wieso kommt keiner nach? Okay, das nehme ich auch mit. Ein Tablett. Okay, aber ich brauche einen Schlüssel. Das hier öffnet sich nicht nur mit einer Art Schlüssel, sondern mit einem Schlüssel. Da ist... Dürfte ich dich nochmal bitten? Dürfte ich nicht? Warte mal. Dürfte ich nicht? Doch jetzt. Cool. Das hast du ganz fein gemacht. Ich danke dir. Oh. Super gefunden, Gehstock. Ich freue mich auch. Ich werde versuchen, das abzukratzen. Mit scharfes Glas? Natürlich. Weil man das so macht. Guck mal, das hätte ich sonst überhaupt nicht entdeckt. Sprungfeder mit Haken. Da drüben. Okay, da steht ein ganzer Thron. Wir gehen aber nur hier dran. Hier kann ich etwas anzünden. Oder ich zünde den Gehstock an. Nein, tue ich scheinbar nicht. Ich muss dort unten etwas Reflektierendes anbringen. Warum? Okay. Ich brauche einen Haken. Sowas wie den Gehstock. Scheinbar nicht. Sowas wie die Feder. Okay. Das war nur ein kleines bisschen random. Okay. Eine Schutzmaske. Wunderbar. Oh, aber hier vor allen Dingen der da. Ich scheine da doch schon an dem einen oder anderen vorbeigeschlüpft zu sein, ne? Kann das sein? Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so genau da unten drauf geachtet, weil die Geschichte so mitreißend war. Doch ist sie. Hier, da komme ich nicht dran. Okay. Ah, wenn er ein Djinn sein will, sollte er in einer Lampe leben. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das können wir nicht zulassen. So, hier unten komme ich dran, ne? Wunderbar. Tausche Regenschirm gegen Schwert, weil es besser ist. Komm schon, weil es besser ist. Und hier kann ich die Schutzmaske aufsetzen. Fump. Okay, hier wird gewimmelt. Dafür werden wir einen Augenblick brauchen. Deswegen gib mir einen kleinen Moment. Ich bin gleich wieder für euch da. Macht's gut.